Wolfsburger Sieg in letzter Minute. Deutschland. Wolfsburg ist die Mannschaft der Stunde in der deutschen Bundesliga. Mit einem 3:2-Sieg in Augsburg verbessert sich das Team von Trainer Bruno Labbadia auf den 5. Platz. Seit der Länderspielpause im November ist Wolfsburg mit 16 Punkten aus 6 Spielen zusammen mit Bayern München die erfolgreichste Mannschaft in der Meisterschaft, noch vor Lieder Dortmund. Nur beim 2:2 gegen Hoffenheim gab das Team von Trainer Bruno Labbadia in dieser Zeit Punkte ab. Lange schien es, als würde Wolfsburg in Augsburg trotz einer 2:0 Pausenführung nicht gewinnen. Die Augsburger benötigten in der zweiten Hälfte nur 10 Minuten, um auszugleichen. Das entscheidende Tor erzielte schließlich Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt in der 90. Minute. Die Schweizer Stürmer Admir Mehmedi und Renato Steffen hatten ihren Anteil am Erfolg. Mehmedi bereitete das 2:0 des Brasilianers William vor, und der nach 83 Minuten für Mehmedi eingewechselte Steffen schlug bei einem Konterangriff die prächtige Flanke auf Gerhardt. Mehmedi vergab in der Schlussphase 2 ausgezeichnete Chancen auf eine frühere Entscheidung. Er verfehlte das Tor aus guten Positionen mit einem Kopfball und danach mit einem Schlenzschuss.